Ja, sehr herzlichen Dank, lieber Herr Fehrenbach, meine verehrten Damen und Herren. Freut mich sehr. Ja, in der Tat, beim Club of Rome hat man seit 50 Jahren über die Grenzen des Wachstums nachgedacht. Und als vor etwas über 5 Jahren mein Freund Anders Wickman aus Schweden und ich die Präsidentschaft übernommen haben, war erstens der Club beinahe pleite. Und zweitens waren die Nachrichten eigentlich stagnierend und ein bisschen langweilig geworden. Und wir fanden dann beide, das kann nicht so weitergehen, man muss doch auch einfach wieder neue Themen bearbeiten. Und da kommt die Energieversorgung auch vor, aber eher am Rande. Und jedenfalls können wir feststellen, dass die heutige Energieversorgung absolut nicht nachhaltig ist. Das muss einfach ziemlich radikal korrigiert werden. Aber das eigentliche Phänomen ist ja viel größer. Das Weltgeschehen ist nicht nachhaltig, in keiner Weise. Es gab einen großartigen Weltbankökonomen, Herman Daly, inzwischen emeritierter Professor an der Universität in Maryland, der sagt, wir müssen einen Unterschied machen zwischen der leeren Welt und der vollen Welt. Und alle unsere Religionen und alle unsere Doktrinen und all unser Alltagswissen stammt eigentlich aus der leeren Welt. Aber heute haben wir die volle Welt. Und da ist alles auf einmal ganz anders. Nur haben das zum Beispiel die Ökonomen noch gar nicht gemerkt. Die heutige Ökonomie ist gegründet worden in der leeren Welt, für die sie auch ganz vernünftig war. Und darüber haben wir also dieses Buch geschrieben, auf Englisch zunächst, mit immerhin 40 Co-Autoren. Ich hatte die dankbare Aufgabe, die Beiträge aus aller Welt, aus allen 5 Kontinenten, zu redigieren und vor allem zu kürzen. Wenn ich das nicht gekürzt hätte, wäre es mindestens doppelt so dick. Und ich finde es jetzt schon zu dick. Und außerdem das Ganze so zu gestalten in der Architektur des Buches, dass es einigermaßen Sinn macht, eine innere Logik hat. Die deutsche Übersetzung ist erstaunlich gut. Das Buch ist doppelt so dick, aber hat nicht mehr Buchstaben, weil die amerikanisch-englische Ausgabe ist einfach mit ganz kleinen Buchstaben und die deutsche mit großen Buchstaben und großzügigen Zwischenräumen und so. Also ich will nur nicht, dass das übliche Vorurteil sich festsetzt, dass Deutsch doppelt so lang ist wie Englisch. Das ist überhaupt nicht der Fall. Gut, also der Club of Rome hat in den ersten 5 Jahren sehr viel Tamtam gemacht und dann im Jahr 72 kam heraus, The Limits to Growth, koordiniert von einem Professor vom MIT, Jay Forrester, aber ausgeführt von einem Team von 30-Jährigen, geleitet von Dennis Meadows und seiner Frau Donella Meadows. Aber seit 1972 ist eine ganze Menge passiert. Also es einfach zu wiederholen, ist nicht gut genug. Also Verdopplung der Bevölkerung, Verzehnfachung des Konsums, das Klima wurde zum Politikum. Im Jahr 1972 kam das Thema Klima nicht vor. Die volle Welt, das ist jetzt das Anthropozän, darüber rede ich ein paar Worte. Dann die Globalisierung ist ein Politikum seit 1990. Die Übermacht der Finanzmärkte ist eine Folge der 1990er Bruchsituation. Und daraus folgt dann die Krise der Demokratie. Die Bild-Zeitungsleser schieben die Krise der Demokratie immer den Politikern zu. Aber das ist falsch. Das ist die Dominanz der Finanzmärkte über die Politiker so schwächt, dass sie dann die vielen Wünsche, die das Volk natürlich hat, gar nicht mehr erfüllen kann, weil die Finanzmärkte Nein sagen. Dann die Digitalisierung, dann die sozialen Medien mit Hasslawinen. Wir zitieren in unserem Buch eine Studie, wo empirisch festgestellt wird,
dass Hassbotschaften und Stinkereien und übles Zeug eine viel höhere Viralität haben als Vernunft. Das heißt, wenn jemand irgendeinen saublöden Quatsch twittert, dann geht das mit rasender Geschwindigkeit über die ganze Welt. Wenn jemand was Vernünftiges sagt, dann bleibt es stehen. Ja? Also die sozialen Medien sind das Asozialste, was man sich vorstellen kann. Das wissen die Leute bloß nicht. Ja, und dann die Energiewende weltweit. Nur, ökologisch fürchterlich sind die ersten ungefähr 10 Punkte, während die Energiewende, die von Deutschland ausging, eigentlich ökologisch segensreich war. So, jetzt also das Anthropozän. Paul Crutzen und ein paar andere haben sich angeguckt, wie die Dynamik des menschlichen Konsums, das ist die linke Seite, in den letzten 100 Jahren oder so gewesen ist und stellen fest, die eigentliche Dynamik setzte vor 50 oder 60 Jahren ein. Und dann aber richtig. Und rechts ist die Antwort der Natur in ganz verschiedenen Parametern. Das ist eine riesige Veränderung und zwar sehr neu. Die leere Welt, das galt so bis 1940 ungefähr oder 50. Das sind alles neue Phänomene. Das ist aber in unseren Geschichtsbüchern nicht vorhanden. Da redet man über den Zweiten Weltkrieg mit Recht. Aber dass da sowas passiert, steht in keinem Geschichtsbuch, das ich gesehen habe. Und noch schlimmer, die Wirbeltiere der Erde nach 3 Kategorien aufteilt. Wir Menschen sind auch Wirbeltiere, unsere Haustiere und Nutztiere und die Wildtiere. Dann ist die Verteilung so, 30% des Körpergewichts sind Menschen. Ja? Es geht über den Hörsaal weit hinaus. Und 67% sind Haustiere, hauptsächlich Schlachttiere. Und 3% bleibt übrig für die Wildtiere. Wer hätte das gedacht? Ich nehme an, das steht auch in keinem Schulbuch. Ist aber eine dramatische Feststellung. Das Anthropozän heißt, der Mensch beherrscht alles. Inzwischen sogar das Wetter. Ich meine nicht die Einzelheiten im Wetter. Da haben Sie recht, aber er verändert das Wetter, das Klima. Also es ist auch nicht nachhaltig. Überall auf der Welt gibt es immer mal wieder, und zwar mit steigender Häufigkeit, katastrophale Entwicklungen. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat sehr schön dargestellt, vor etwa 5 Jahren schon, dass der Haupteffekt der globalen Erwärmung die deutliche Erhöhung von Extremwetterlagen ist. Das ist, was ich vorhin meinte. Oder Waldbrände in Russland, wer hätte das vor 30 Jahren für möglich gehalten? Oder Riesenüberschwemmungen, das heißt Pakistan. Aber noch viel bedrohlicher ist das mit dem Meeresspiegel. Also Italien während der Eiszeit und Italien während der letzten Heißzeit. Das ist ein Riesenunterschied in der Küstenlinie. Und die Übergänge können plötzlich kommen. Vor 7800 Jahren war das Gebiet, was wir heute Hudson Bay und Labrador nennen, von Eis bedeckt, so ähnlich wie das heutige Grönlandeis. Und vor 7700 Jahren war das weg. Das ist nicht von oben nach unten abgeschmolzen, das hätte 1000 Jahre gedauert oder mehr. Das hat einen Riss gekriegt oder viele Risse und ist ins Meer gerutscht. Das kann in 2 Wochen passiert sein. Wissen wir heute nicht mehr. Aber man kann an der senkrechten südenglischen Küste, von da stammt diese Studie, feststellen, die Wasserspiegelmarken, die sich irgendwo am Stein noch ablesen lassen. Und die kann man datieren. Daher kommt das Bild. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das Grönlandeis kriegt einen Riss. Oder die westantarktische Eisplatte, das ist beides ungefähr so viel. Dann steigt der Meeresspiegel um weitere 7 oder vielleicht 15 Meter.
Was ist da mit Norddeutschland los? Oder Dänemark? Oder Ägypten? Oder Florida? Oder Bangladesch? Bangladesch ist dann zu zwei Dritteln unter Wasser. Das ist so gigantisch. Also im Vergleich dazu ist Fukushima harmlos. Und das ist jetzt nicht Werbung für die Kernenergie. Naja, und dann haben sich die Staaten der Welt zusammengesetzt in Paris. Wunderbar, wir waren alle sehr glücklich darüber. Und dann kommen die Botschaften von der Pariser Konferenz in den Hauptstädten an, einschließlich Berlin. Und was ist die übliche Reaktion? Oh, das wird wahnsinnig teuer. Da brauchen wir viel mehr Wachstum, um mit diesem Klimaproblem fertig zu werden. Die Frage ist, ob das eine vernünftige Antwort ist. Mal sehen. Bisher geht Wachstum, also BIP, mit der CO2-Emission Hand in Hand. Es gibt nach oben eine kleine Krümmung, nach rechts, das ist angenehm, aber viel zu schwach. Das heißt also, wir sind ziemlich gute Diagnoseärzte, wir merken, das Klima ist ein echtes Problem, aber extrem schlechte Therapieärzte, denn die Therapie, die wir vorschlagen, machen das die Krankheit schlimmer. Ja? Das ist ein Anzeichen von dem, was wir eine kranke Philosophie nennen. Wir sind gar nicht so schlecht im Wahrnehmen der Probleme, aber sehr schlecht in deren Behandlung. Bevölkerungsentwicklung steht natürlich im Zentrum von der ganzen Dynamik. Also vor diesen steilen Anstiegen in diesem Anthropozänbild waren deutlich weniger als halb so viele Menschen auf der Erde wie heute. Das darf so nicht weitergehen. Wenn es in Afrika so weitergeht, dann haben wir 2100 mehr als 4 Milliarden Afrikaner. Heute sind es 1,2. Und was das an Flüchtlingsströmen bedeutet, versuche man mal sich auszumalen. Dann gibt es von der UNFPA, United Nations Fund for Population Activities, eine neue Studie, ist übrigens im Berlin-Institut, in Deutschland gemacht worden, über eine Korrelation zwischen Bevölkerungsvermehrung und Erreichen der rein ökonomisch definierten Millennium Development Goals. Das ist eine ganz klare negative Korrelation. Diejenigen Länder, die es geschafft haben, ihre Bevölkerung zu stabilisieren, waren die eigentlichen Gewinner. Und diejenigen, die weiter wie vor 100 Jahren einfach mit 8 oder 9 Kindern und so ihre Familie definiert haben, die sind die Hängengebliebenen. Wobei allerdings die Kausalität auch umgekehrt geht. Also diejenigen, die arm geblieben sind, bei denen finden die Familien immer noch die beste Alterssicherung ist viele Kinder. Ist natürlich total närrisch, aber irgendwo auch nachvollziehbar. Und dann gibt es die Sustainable Development Goals, praktisch gleichzeitig mit der Klimakonferenz, einstimmig verabschiedet von den Nationen der Welt. Und das sind 17 nachhaltige Entwicklungsziele. Die ersten 11 sind sozioökonomische, Überwindung der Armut. Wer hat da was dagegen? Überwindung des Hungers. Wer hat da was dagegen? Überwindung der Arbeitslosigkeit. Des Wassermangels, der Bildungsmangel und so weiter. Alles richtig, wird jeder sofort unterscheiden, natürlich. Aber wenn das für 8 Milliarden Menschen erreicht wird, dann ist aber richtig aus mit Klimaschutz und richtig aus mit Schutz der Ozeane und richtig aus mit Biodiversität. Dann ist das alles kaputt, restlos. Und bei Biodiversität muss man sagen, irreversibel. Ja? Das steht natürlich nirgends, das ist total tabuisiert. Darüber darf man nicht reden. Aber wenn man deutliche Sprache benutzt, dann muss man sagen, die Nachhaltigkeitsagenda der UNO ist nicht nachhaltig. So einfach. Also wir kommen dann zu Teil 2 unseres Buches. Wir sitzen mitten in einer schweren philosophischen Krise. Wir wissen nicht, was wir der Erde antun, verdrängen das, tabuisieren alle diese Probleme
und machen Handlungen, die die Krise verschärfen. Ich habe dafür ein Beispiel genannt, da könnte man Hunderte geben. Wenn das nicht eine philosophische Krise ist. Der Papst hat das recht früh gemerkt. Seine Enzyklika Laudato Si, ein Zitat des heiligen Franziskus, sagt, eine Ökonomie, die auf Egoismus, Geiz, Grenzenlosigkeit, auch Moralfreiheit, Wachstum und so weiter basiert, macht die Erde kaputt. Er zitiert dann im Irrealis einen Besucher von einem fernen Stern, der aber das Verstehen hat und vielleicht die Sprachkenntnis, zu sehen, was auf der Erde vorgeht. Und der sagt dann, das ist ein klares Selbstmordprogramm, was sie da machen. Also er nimmt es nicht selber in den Mund, sondern lässt da einen Außerirdischen zitieren. Ja? Weil sonst wäre der Krach im Vatikan noch größer. Aber eine unglaublich vernünftige Lehrschrift, Enzyklika. Also ich habe die wirklich gelesen. Und dann haben wir uns weiter umgeschaut. Ich habe ganz am Anfang die Geschichte erzählt mit der Globalisierung. Ich war im Deutschen Bundestag Vorsitzender der Enquete-Kommission Globalisierung und das Erste, was ich gemacht habe, war, die Frankfurter Allgemeine zu bitten, mir mitzuteilen, wie oft das Wort Globalisierung in ihrem geschätzten Blatt aufgetaucht ist. Und die Antwort kam in einer sehr professionellen Grafik. Globalisierung startete nach 1990. Kein Jahr vorher. In allen Sprachen der Welt. Ich meine, die FAZ nur für Deutschland, aber wir haben später nachgeprüft, in Frankreich eben Mondialisation, ist genau das gleiche Phänomen. Warum? Und die Antwort haben wir gefunden. Wegen des Zusammenbruchs des Kommunismus. Denn vorher war es massiv im Interesse der Reichen, des Kapitals, sich mit den Staaten zu arrangieren, auch wenn die Staaten so scheußliche Sachen gemacht haben, wie betriebliche Mitbestimmung und Umverteilung durch Steuern und alles, was die reichen Leute überhaupt nicht wollten. Aber sie brauchten den Staat als Bollwerk gegen den Kommunismus, denn der wäre noch schlimmer gewesen. Und da konnte sich eine soziale Marktwirtschaft in einem Land wie Deutschland wunderbar halten. Das war gar keine Frage. Und nach 1990 ist das Kapital frech geworden. Hat gesagt, wozu brauchen wir eigentlich einen Staat noch? Also die ganze Staatsverachtungsdoktrin, die vor allem im angelsächsischen Raum dominiert, ist nach 1990. Zur Zeit von Eisenhower oder Kennedy gab es das nicht. Ja? Ist ein neues Phänomen und bedeutet, dass die Kapitalmärkte den Staaten sagen, was sie zu tun haben, damit die Kapitalrendite in dem betreffenden Staat hoch genug ist, damit man es noch gnädigerweise unternehmen kann, dort zu investieren. Und in Staaten mit niedriger Kapitalrendite, da investiert man eben nicht. Und da gehen dann Jahr für Jahr Tausende oder Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren. Das ist die Erpressungslage heute. Und dann werfen wir oder unsere Zeitungsleser also den Politikern vor, dass sie irgendwo Kapitalisten geworden sind. Nein, sind sie nicht im Herzen, sondern in der Pragmatik. Weil die Zerstörung der Wirtschaft ist noch schlimmer als die Erodierung des Sozialsystems. Das ist die Realität in Deutschland, in den Philippinen, in Uruguay, in Japan, überall, wo wir hingehen. Das ist Globalisierung, deswegen ist es ein Teil der Globalisierung. Es gibt auch positive Seiten davon. Also Economies of Scale und viele andere Dinge. Aber das weiß ja sowieso jeder. Aber den negativen Teil spricht niemand wirklich aus. Und dafür ist es nun wichtig, festzustellen, das ist wieder eine historische oder geistesgeschichtliche Aufgabe, nachzugucken, ob eigentlich die Ikonen der Ökonomie,
richtig zitiert werden? Antwort: Nein, sie werden allesamt falsch zitiert. Und das haben wir richtig durchbuchstabiert mit drei der vermutlich wichtigsten Ikonen. Mit Adam Smith, der ja festgestellt hat, dass der Egoismus des Einzelnen gut fürs Gemeinwohl werden kann. Ist das nicht toll? Wenn der Schneider und der Bäcker und der Fleischer ganz im eigenen Interesse ganz besonders gut sind, dann gibt es mehr Textilien, mehr Fleisch und mehr Brote und so. Wunderbar. Es ist großartig. Eine richtige Entdeckung. Und er hatte recht. Die unsichtbare Hand, die verwandelt den Egoismus in Gemeinwohl. Aber was nicht gesagt wird heute, ist, dass es für Adam Smith völlig selbstverständlich war, überhaupt nicht hinterfragbar war, dass die geografische Reichweite des Marktes und die geografische Reichweite des Rechts identisch waren. Ja? Das heißt also, das Ausleben des eigenen Egoismus war immer in einem festen, unverbrüchlichen Rechtsrahmen. Und heute ist der Weltmarkt global und das Recht ist national. Dann kann man dreimal raten, wer gewinnt. Das ist diese Erpressungssituation, von der ich geredet habe. Oder David Ricardo, der Heilige des Freihandels, der hat vollkommen richtig beobachtet, dass es gut ist, wenn Nationen miteinander Handel treiben. Das berühmte Beispiel: Es ist gut, wenn die Briten viel mehr Textilien produzieren, als sie je anziehen können, und die Portugiesen viel mehr Weintrauben produzieren, als sie je konsumieren können, und dass sie dann miteinander Handel treiben, da werden sie beide reicher. Es ist total richtig beobachtet und ist zur Doktrin der Legitimation des Freihandels geworden. Irgendwo mit Recht. Aber etwas wird übersehen, dass für David Ricardo das Kapital ortsfest blieb, also nicht mitwanderte. Gewandert sind die Güter und die Kaufleute. Eine völlig andere Situation. Und heute ist das Kapital das mobilste von allem. Viel mobiler als Textilien oder Weintrauben. Und wenn das gegeben ist, dann erpresst der Kapitalmarkt die Realwirtschaft und macht sie zu dem, worüber alle Menschen irgendwo jammern. Mit Recht. Und wenn David Ricardo hören oder sehen würde, wie die Doktrin der WTO oder TTIP oder irgendein andere Handelsabkommen unter Berufung auf Ricardo vor sich gehen, er würde sich im Grabe rumdrehen. Hat er nie gesagt. Und wir haben einen belgischen Club of Rome Mitglied, das ist Bernard Littard, ein Banker, und er hat uns vorgerechnet, dass von 100 Euro, die mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt sausen, immer in der Suche nach maximierter Kapitalrendite, 2 Euro für die Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen verwendet werden und 98 Euro rein spekulativ. Alles unter Suche nach einer irgendwie elektronisch herausgefundenen Optimierung oder Maximierung der Kapitalrendite. Das ist der Kapitalmarkt. Der hat relativ wenig mit der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen zu tun. Und das führt natürlich zu massiven Schäden bei den Verlierern. Also bei Portugal und England gibt es ja gar keine Verlierer. Das war das Wunderbare an David Ricardo. Aber das musste man jetzt erstmal einfach untersuchen, dass da irgendetwas philosophisch überhaupt nicht stimmt. Und dann Charles Darwin,
Dann verstehe ich noch ein bisschen mehr als ehemaliger Biologieprofessor. Für ihn war der Konkurrenzkampf der Arten eine im Wesentlichen lokale Geschichte. Er kam mit seinem Schiff, The Beagle, auf die Galapagos-Inseln und sah dort Vögel. Es waren, außer den Möwen und Albatrossen und so weiter, waren das alles Finken. Also die Festlandsvögel waren alles Finken. Aber mit den erstaunlichsten Eigenschaften. Da gab es zum Beispiel einen, der hatte so einen Schnabel wie ein Papagei, ganz links oben. Oder einen anderen, der hat gelernt, von Kaktussen Dornen abzuzwacken und damit seinen Schnabel zu verlängern. Und damit konnte er in der Borke poolen und irgendwelche Maden rauskratzen und dann fressen. Also Werkzeuggebrauch im Vogelreich. Ja? Und Darwin hat messerscharf geschlossen, dass es der Abwesenheit von Konkurrenten bedurfte, damit Finken lernen konnten, sich zu benehmen wie Spechte. Wenn es da Spechte gegeben hätte auf Galapagos, hätten die Finken das nie lernen können. Also in etwas übertriebener Sprache, die Abwesenheit von Konkurrenz als Voraussetzung für Evolution. Das ist so ungefähr das präzise Gegenteil von dem, was die heutigen Ökonomen von Darwin zitieren. Ja? Weil sie natürlich alle nicht gelesen haben. Und das hat sich irgendwie so weiter verbreitet. Wir sind durch diese Mühen gegangen, das Ganze hat also 3 Jahre gebraucht, dieses Buch zu schreiben, um zu solchen relativ kristallklaren Ergebnissen zu kommen, als Beleg dafür, worin denn diese kranke Philosophie besteht. Also die ganze Ökonomie ist irgendwo krank, weil sie ständig von Voraussetzungen ausgeht, die heute überhaupt nicht mehr stimmen. Kommen alle aus der leeren Welt. Also was hat die Ökonomie mit der vollen Welt zu tun? Dazu ein Beispiel. Was machst du, wenn du mehr Fisch willst in der leeren Welt? Naja, brauchst du mehr Fische, mehr Netze, mehr Boote, hast du mehr Fische. Ja, und in der vollen Welt, da brauchst du in allererster Linie Meeresschutzzonen, wo keinerlei Fischerei da gemacht werden darf. Sonst hast du weniger Fische. Ja? Und wirf die weiblichen Fische zurück ins Meer und dann kannst du vielleicht Fischfarmen machen. Das wird jeder, der was von Fischerei versteht, total unterschreiben. Und das ist doch auch wieder so ungefähr das Gegenteil von dem, was man in der leeren Welt gelehrt kriegt. Aber unsere Denke ist verhaftet in der leeren Welt. Ich fürchte, wir brauchen eben eine neue Aufklärung. Die Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert, die war prima für die leere Welt. Die war sehr gut. Das war ein Befreiungsschlag gegenüber einer doktrinären und autoritären Mischung aus Kirche und eben absolutistischem Staat. Es war eine Befreiung. Wunderbar. Ich sage nichts gegen die. Also gegen Jeremy Bentham kann man schon was sagen. Nützlichkeit ist alles, der Utilitarismus. Das ist natürlich Quatsch. Das kann man auch bei Laudato Si nachlesen. Und in der Ökonomie, vor allem im angelsächsischen Raum, da kommt die alte Aufklärung meistens in der Gestalt von Egoismus und Sozialdarwinismus daher. Also links Thomas Hobbes, der Mensch ist ein egoistisches Biest. Es muss ein autoritärer Staat bezähmen. Und dann kam der große Adam Smith, der gesagt hat, nein, nein, das, was ich da vorhin vom Bäcker und vom Fleischer gesagt habe, ihr könnt auch die Bäcker und Fleischer ruhig machen lassen, nach ihrem eigenen Wohlbefinden und Egoismus. Ihr braucht dafür keinen autoritären Staat. Es war eine Befreiung. Aber dann, das ist jetzt ein Nachäffer von Charles Darwin, Herbert Spencer, der Erfinder des Sozialdarwinismus. Der Staat soll den Schwachen nicht helfen. Die Evolution wird den Staat ganz überflüssig machen, indem sie die Schwachen ausrottet. Ja?
Es gibt eine grauenhafte Anekdote über ihn. Er kam nach New York auf Einladung der Amerikaner. Und da war er in der Nähe von Ellis Island, der Einwandererinsel. Und hat gesehen, wie die Einwanderer zu Hunderten, zu Tausenden verreckten. Und dann rief er zu seiner Begleitung aus, "We are the privileged observers of evolution at work." Ja? Ein widerlicher Kerl. Aber das ist im heutigen angloamerikanischen Raum immer noch massiv vorhanden. Es ist gut, wenn man Trump hört, es ist gut, wenn die Starken die Schwachen besiegen. Ja? Aber wenn man heute über neue Aufklärung redet, dann meint man meistens Rückkehr zu der Rationalität. Also Steven Pinker, ich glaube, er ist von Harvard, ich bin nicht ganz sicher, Enlightenment Now, the case for reason, science, humanism. Das heißt, also er will die Werte von meinetwegen Rousseau oder Kant oder irgend so etwas wieder erwecken, wegen Trump. Das ist eine Gegenwehr gegen einen närrischen Präsidenten. Uns geht es aber noch um was Tieferliegendes. Wir finden auch, dass die im angloamerikanischen Raum dominante analytische Philosophie viel zu eng ist. Die ist gut in der Anatomie und in der Molekularbiologie und in der Elementarteilchenphysik, aber im Systemhaften, im sich ausmalen, wie Zukunft gehen könnte oder Ökosysteme, wie die funktionieren, da ist die analytische Philosophie weitestgehend hilflos. Aber sie ist die Doktrin. Du kriegst keinen Artikel in einer Peer-Review-Zeitschrift mit hohem Impact, der nicht im Wesentlichen aus Mathematik besteht. Und das ist im Wesentlichen eine Beschreibung von Vergangenheit und nicht von Systemen. Ich habe das selber erlebt. Ich war Leiter der Kalifornischen Umwelthochschule und da musste ich immer die Arbeiten, die publizierten Arbeiten meiner Professoren schriftlich beurteilen. Das gehörte zu meinen Dienstpflichten. Und das war im Wesentlichen Mathematik und zum Teil alberne. Aber damit kommen wir in die Zeitschriften rein. Und das ist doch, weiß man ja auch in Deutschland, die Messlatte für Habilitation, für das Erreichen einer Professorenstelle. Das ist in Deutschland nicht ganz so schlimm wie in Amerika. Naja, wieso konnte Trump überhaupt gewählt werden? Naja, Wahrheit kann unbequem sein und Lügen bequem. Also in der Zeit, als ich da in Kalifornien war, da war gerade der Film von Al Gore rausgekommen, An Inconvenient Truth. Und dann kam dieser Cartoon in einer amerikanischen Zeitschrift, und daneben wird ein Film angeboten, A Reassuring Lie. Und da gehen die Leute hin. Ja? Also schon die alten Römer sagten, Mundus vult decipi. Also das ist irgendwo auch nicht neu. Aber ist natürlich ein gewisses Hindernis für eine rationale Politik. Na gut, aber in der neuen Aufklärung sagen wir, das ist jetzt neu, Balance wird zum wichtigen Prinzip und nicht Rechthaberei. Zum Beispiel zwischen Mensch und Natur, zwischen Staat und Markt, zwischen Gerechtigkeit und Leistungsanreiz, zwischen Innovation und Bewerten. Also Gerechtigkeit und Leistungsanreiz, das ist der typische Streit zwischen politischen Parteien. Die Linke sagt, wir brauchen Gerechtigkeit, die rechte Seite sagt, wir brauchen Leistungsanreize. Und die dogmatische Mentalität, immer zu glauben, einer hat Recht, der andere hat Unrecht, ist hier vollkommen unangebracht. Natürlich haben beide recht. Oder eben zwischen Innovation und Bewerten. Im Moment, in der heutigen Ökonomie, ist Innovation alles und das Bewerte nichts. Also Balance zwischen Innovation und Bewerten ist eine zivilisatorische Katastrophe, wenn immer der Schnellste gewinnt oder der Billigste. Und das ist die heutige Realität. Ja? Eine grauenhafte Idee. Am schlimmsten mit Disruption. Alles muss disruptive sein. Vor 20 Jahren haben Clayton Christensen und sein Mitarbeiter einen Artikel geschrieben über Disruptive Technologies.
da zitieren sie ausdrücklich auch Schumpeter mit seiner schöpferischen Zerstörung und sagen, das ist wunderbar. Wenn einfach alles weggepustet wird, was irgendwie nach gestern stinkt. Ja? Und mit dieser Mentalität, Geschwindigkeit ist alles und das Alte ist eo ipso falsch, kann man also Gesellschaften ruinieren. Auch da brauchen wir dringend Balance. Im Westen ist Wahrheitssuche zu eng. Also wenn ich in Deutschland oder noch schlimmer in Amerika von irgendeinem Streit erzähle, dann ist die automatische Reaktion der Zuhörenden, ja, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht. Und Wahrheitssuche besteht darin, dass der Recht hat, den anderen besiegt, der Unrecht hat. So einfach ist das. Und so sind auch unsere Schulen. Ja? Das ist von der ersten Klasse an. Es gibt richtig und es gibt falsch. Und die Schule besteht darin, dass immer nur das Richtige gemacht wird. Ich meine, bei Ihnen war das besser. Sie sind eine bessere Lehrerin, nehme ich mal an. Aber wenn Sie genau den gleichen Streit einem Asiaten vorlegen, einem Japaner, Chinesen, Inder, ist nämlich egal, dann wird er völlig selbstverständlich annehmen, ja, wir haben beide recht. Es kommt auf ein vernünftiges Mischungsverhältnis an. Also an dieser Stelle muss die westliche Zivilisation von der östlichen was lernen. Das ist hier symbolisiert mit Yin und Yang. Neue Aufklärung wird aber Jahrzehnte brauchen. Wir können aber nicht warten, bis 7,5 Milliarden Menschen durch die Mühen einer neuen Aufklärung gegangen sind. Das ist dann der Übergang zu Teil 3 unseres Buches. Und das ist lauter konkrete Sachen. Zum Beispiel von meinem Freund, auch Mitglied des Club of Rome, Ashok Khosla, er hat vor knapp 30 Jahren eine neue Organisation gegründet, Development Alternatives, und die haben im ländlichen Indien, in den ärmsten Gegenden des flachen Landes in Indien, geguckt, was gibt es da für Rohstoffe, was gibt es da für Energie und Wasser und so, und wie können wir daraus Mehrwert schaffen, sodass diese Armut überwunden wird. Und die haben es geschafft. So kleine Papierfabriken mit lokalen Rohstoffen oder Baustoffe, Ziegel und lauter Sachen. Alles mit lokalen Materialien. Dann Aufbewahrung von Lebensmitteln, ist dort sehr wichtig. Kühlschränke, dann möglichst eben mit erneuerbaren Energien und so weiter und so weiter. Haben ungefähr 3 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Eine ganz interessante Nebengeschichte war, als ich Indien mal besucht habe, da hat er mir erzählt, ja, und dann haben wir als Einstellungskriterium nicht berufliche Qualifikation gehabt, denn da gab es ja praktisch keine, sondern Bedürftigkeit. Und dann haben wir junge Mädchen aus der Kaste der Unberührbaren, die sozial gesehen in Indien null Chance haben, eingestellt. In so eine kleine Papierfabrik oder so. Und die waren unendlich dankbar und glücklich, haben wahnsinnig schnell gelernt, das Handwerk und so, aber auch Rechnen und Schreiben und Lesen und waren auch praktisch nie krank. Und dann 25 Jahre später hat man festgestellt, die haben 1 oder 2 Kinder, wie Europäer, und waren unendlich dankbar genau dafür, während die, die in der Gosse geblieben sind, die hatten 8 oder 9 Kinder. Das heißt also auch für das vorhin genannte Thema Bevölkerungsvermehrung ist es unglaublich wichtig, dass man Chancen öffnet, insbesondere für junge Frauen. Also mit der sogenannten Aufklärung junger Frauen über Sexualität oder irgend so etwas. Das ist ja das, was man überall immer hört. Das ist zwar nicht falsch, aber nicht genug. Man muss auch wirkliche Lebensentwicklungschancen bieten. Dann klappt's. Oder Gunther Pauli, ein toller Mann, ein bisschen ein Träumer, aber er macht wirklich vieles unglaublich gut. Also das ist jetzt ein Beispiel aus Kolumbien. Da hat er die Kaffeebauern beobachtet und gesehen, was sie da machen. Und er hat gesehen, dass
etwa 99,5 der Biomasse der Kaffeepflanze verschwindet, allenfalls verbrannt wird. Ist nämlich Koffein vergiftet, kann man auch nicht als Viehfutter verwenden. Und dann hat er aber Pilze gefunden, die darauf wachsen können und die völlig untoxisch sind. Und damit hat er einen neuen Mehrwert geschaffen. Und so hat er Kaskadenwirtschaft gemacht. Oder seine im Moment erfolgreichste Geschichte ist Steinpapier. Aus Bauschuttabfällen und Sand und Plastikabfällen, fast ohne Wasserzusatz, kann man erstklassiges Papier machen. Die Chinesen haben schon mehrere Fabriken dieser Art gemacht. Also er hat 100 Beispiele in seinem Buch, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs. Der westliche Teil ist ein bisschen übertrieben, aber wenn es 10 Millionen ist, auch gut. Das heißt also, innovativ ja, aber unter Achtung dessen, was da ist, also eben Balance. Oder eine nachhaltige Landwirtschaft weltweit. Hans Herren ist inzwischen auch Mitglied des Club of Rome, wie Gunter Pauli. Da braucht man dann auch Erkenntnis in Europa darüber, was in Bolivien oder Kamerun oder Philippinen oder irgendwo richtig gemacht wird, und dann muss man dafür Prämien zahlen. Das wäre gut. Das wird dann auch einigermaßen nachhaltig. Und dann die deutsche Energiewende, damit komme ich jetzt zu dem letzten Teil, das ist natürlich ungeheuer wichtig, dass wir das richtig korrigieren. Und das ist schon eine Riesenerfolgsgeschichte gewesen. Ich habe es ja ganz am Anfang erwähnt. Das war das einzige von diesen Veränderungsparametern, wo es positiv gelaufen ist. Und inzwischen ist Solarenergie weltweit billiger als Kernenergie. Es gibt kein ökonomisches Argument mehr für neue Kernkraftwerke. Für alte geht es noch. Das ist, dann, ist ja schon längst amortisiert. Gut. Der eigentliche Held war mein Freund Hermann Scheer. Wir saßen zusammen im Bundestag, als er diese Idee dort hochbrachte. Der Kanzler, damals Gerhard Schröder, wollte das nicht und der Wirtschaftsminister auch nicht. Und dann sind wir zusammen zum Fraktionsvorsitzenden gegangen und haben gesagt, wir wollen darüber aber in der Fraktion abstimmen. Und dann haben wir das gemacht, dann gab es eine Riesenmehrheit und dann haben wir es durchgesetzt. Dann hat der Kanzler sofort die Kurve gekriegt und gesagt, ja, das ist mein Gesetz. Ist auch völlig in Ordnung, dass sowas darf ein Kanzler. Er hat verstanden, dass das Mehrheiten hat und auch Vernunft hat. Das hat er auch mit eingesehen. Tony Sebar, ich glaube aus Stanford, redet auch von Clean Disruption. Das ist diese Disruption-Idee, die in Kalifornien grassiert. Hochgelobt von Franz Alt auf seiner Sonnenseite. Ich hoffe, Sie lesen das wöchentlich. Weil eben die Solarenergie und das Elektroauto disruptiv nach vorne stürmen. Es ist gar nicht schlecht beobachtet. Aber wiederum ein bisschen unter Außerachtlassung der Stabilitätsseite, die natürlich auch dazugehört. Kann ich einfach sowas wie 1 Milliarde Autos sofort verschrotten oder so? Das ist Irrsinn. Geht nicht. Also eine gefährliche Ideologie der Disruption. Ja, und dann eben parallel zum Niedergang der zentralisierten Konzerne sahen wir einen Boom der dezentralen Bürgerenergiegenossenschaften. Ist ein bisschen abgeflacht, darauf gehe ich jetzt nicht im Einzelnen ein. Und die Energie ist ständig billiger geworden. Die meisten Leute glauben das nicht, das liegt aber an der Umlageberechnung. Das ist hier. Der Sündenfall war überhaupt nicht das EEG, sondern das 2010 in Kraft getretene Gesetz mit dem Wälzungsmechanismus, der dafür gesorgt hat, dass je billiger die Energie auf der Leipziger Strombörse wurde, desto höher war die Umlage. Ja? Und das hat dann der Normalbürger so wahrgenommen. Verständlich. Aber das ist natürlich sehr unpopulär und auch irgendwo hirnrissig. Das muss man natürlich korrigieren. Hat der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel auch angefangen zu korrigieren, ist dafür von der Solarlobby ganz fürchterlich ausgeschimpft worden. Aber es war zwingend nötig.
Ja, und dann, das ist jetzt nicht nur Energie, sondern das ist auch Rohstoffe. Ich habe am sogenannten Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie auch die Rohstoffseite angeguckt. Aber wir haben sowohl für mineralische Rohstoffe wie für Wasser, wie für Energie festgestellt, dass eine Verfünffachung der Rohstoff- oder der Ressourcenproduktivität machbar ist. Und wenn wir das hinkriegen, in Breite durchsetzen, dann haben wir eigentlich kein Ressourcenproblem mehr und auch kein Klimaproblem. Dann können wir die Atomkraftwerke abschalten, ohne dass irgendetwas sich im Klimaschutz verändert. Man kann sich verbessern. Und dann das große aktuelle Thema heißt natürlich Energiespeicher. Das ist auch bei Ihnen natürlich ein wichtiges Thema. Gestern, ich lese praktisch täglich das PV-Magazin Deutschland. Gestern waren da zwei neue Nachrichten. Deutsche Speicherbranche, schon halb so groß wie die Braunkohleindustrie. Hätte ich auch nicht gewusst. Und Unicos startet Mietangebote für Batteriespeicher. Auch eine ganz interessante neue Geschäftsidee. Scheint auch voranzukommen. Und dann auch eine gestrige Nachricht. E.ON und RWE haben sich jetzt irgendwie so geeinigt, dass RWE die Erzeugung und E.ON mehr die Kundenbetreuung und Netze macht und dass die erneuerbaren Energien in beiden Fällen eine riesige Rolle spielen. Aber da braucht man natürlich dann auch Lastmanagement und verschiedene andere Dinge. Dann der Windstromüberschuss wird heute häufig vernichtet und dann kann man Power to Gas machen. Und chemische Energiespeicherung ist ja viel eleganter als elektrische. Und da, ich höre mit ganz großer Freude von Herrn Fernbach, dass Sie hier sich auch mit Wasserstofffragen intensiv beschäftigen. Das ist natürlich sozusagen das energiereichste Gas, was man technisch vernünftig herstellen kann. Das ist wunderbar. Und dann eben das Lastmanagement, das ist ungeheuer wichtig. Wenn man immer nur mit Grundlast arbeitet, dann braucht man das nicht. Also der alte Maschinenbau und Verfahrenstechnik und so weiter, die hatten das nicht. Aber wenn man mit erneuerbaren Energien arbeitet, dann muss man Lastmanagement machen. Also man braucht eine Kombination von Speicherung und flexiblem Abruf von Strom in den günstigsten Stunden. Smart Grids, auch im Großmaßstab. Es gibt in Hamburg ein Elektrostahlwerk, gehört inzwischen den Indern, die machen mit dem lokalen Stromversorger Vattenfall eine Verabredung, dass wenn der Wind nicht weht, und dem Stromangebot von Vattenfall spielt der Wind heute schon eine riesige Rolle, dann schalten sie in Vereinbarung die Stahlerzeugung ab und kriegen Geld vom Stromerzeuger für den Nichtkauf von Strom. Ja? Das ist für Vattenfall günstig, weil da brauchen sie keinen Spitzenstrom einzukaufen, denn der ist teuer. Und für die Stahlwerke ist es wunderbar, da können sie Stunden abfeiern und Wartungsarbeiten machen und so weiter und kriegen dabei auch noch Geld. Also das ist Lastmanagement im Großen. Und das kann man sich natürlich dann durch die ganze Skala bis hin zur Waschmaschine zu Hause durchdenken. Und da braucht man natürlich neue Logistik und neue, auch Digitalisierung an einigen Stellen. Manches davon lässt sich automatisieren. Das ist wunderbar. Oder vernetzte Energieautarkie. Es ist gar nicht nötig, dass jedes einzelne Haus energieautark ist. Man kann sich auch vom Nachbarhaus mit beliefern lassen. Das ist von Timo Leukefeld in Freiberg in Sachsen. Und dann eben die Smart Grids insgesamt, wo Industrie und Haushalte miteinander verbunden werden und mit Lastmanagement und so weiter. Aber was normalerweise in der Diskussion fehlt, ist die ehrliche Erkenntnis, dass erneuerbare Energien ihre ökologischen Kosten haben, nicht nur ökonomische. Also es gibt jede Menge Bürgerinitiativen gegen Windkraft. Und also man kann natürlich einen alten Flughafen mit Photovoltaik auslegen, kann man machen. Aber das kann nämlich die Zukunft unserer Landschaft sein. Wasserkraft ist erst recht am Ende.
Ich war nach einiger Zeit mal bei einer Alpenkonferenz, die war in Graubünden in der Schweiz. Und da haben die Alpenvereinsleute aus Österreich, Schweiz und Deutschland gesagt, bitte keine zusätzliche Kilowattstunde Wasserkraft. Das ist inzwischen nur noch Naturzerstörung. Oder Mais, das ist das Allerschlimmste. Das ist eine ökologische Wüste. Da wächst kein Käfer und kein Schmetterling mehr und keine Singvögel. Natürlich macht der Ausbau an einigen Stellen weiter Sinn, das ist auch sehr vernünftig, einschließlich auf See, Strom als Abfall und so weiter. Aber wir haben in der EU eine heilige Versprechung, bis zum Jahr 2020 haben wir 20% des Stroms aus erneuerbaren Energien. Kriegen wir auch hin. Und nehmen wir mal ganz optimistisch an, dass auch die Japaner und die Australier und die US-Amerikaner, alles OECD-Länder, auch die Mexikaner, inzwischen auch OECD, das auch schaffen. Dann haben wir 20% erneuerbare Energie für 1 Milliarde Menschen. Toll. Wie viel des Weltproblems haben wir damit erledigt? Antwort, 1/35. Wenn wir nämlich annehmen, dass alle Leute auf der Welt im Prinzip gleiche Ansprüche auf Energie haben, dann ist ein Siebtel der Weltbevölkerung, das ein Fünftel der Energie erneuerbar kriegt, ein 35. der Gesamtmiete. Und jetzt stellen wir uns mal eine Ver-35-fachung der Maisplantagen oder genauso schlimm Palmölplantagen vor. Das ist ein ökologisches Verbrechen sondergleichen. Oder entsprechend bei Wasserkraft. Das geht gar nicht. Bei Photovoltaik haben wir mindestens diesen Spielraum, gar keine Frage, aber die kann es alleine nicht stemmen, nach meiner Meinung. Gut. Also dürfen wir die Energieeffizienz nicht vergessen. Wir müssen also den Begriff Energiebedarf neu definieren. Es gibt ja jede Menge Ökonomen und jede Menge Journalisten, die glauben, wir haben einen riesigen und ständig wachsenden Energiebedarf. Es gilt wie ein Naturgesetz. Völliger Unsinn. Und dazu jetzt eine Frage an. Sie sind ja alle vernünftig gebildet. Was trauen Sie einer Kilowattstunde zu? Also da ist die Frage. Sie nehmen ein 10-Kilo-Gewicht, ein Eimer Wasser oder sowas, und das sollen Sie auf den Gipfel des Mount Everest heben, von Meeresspiegel aus. Was ist Ihre Antwort? Ganz schnell. Ja? Wie? 4. Großartig. Fantastisch. Gebildete Hochschule hier. Es ist nicht ganz richtig, aber es ist großartig. Ich meine, wenn ich meine amerikanischen Studenten gefragt habe, da bekam ich immer so Antworten wie 1000. Aber das ist natürlich völliger Blödsinn. Die richtige Antwort heißt eine Viertel Kilowattstunde, also 16 Mal. Das ist absolut verzeihlich. Also ich finde, es war schon eine hervorragende Antwort im Vergleich zu diesen amerikanischen Studenten. Und das heißt also, eine Kilowattstunde ist ein Wahnsinnskraftpaket, mit dem man viel mehr machen kann, als wir heute machen. Aber wir machen es nicht, weil es nichts kostet. Also wer von euch wäre denn bereit, für ein Honorar von 7 Euro Cent oder sowas, da auf den Mount Everest hochzutigern und den Eimer Wasser abzuliefern. Macht doch keiner. Ja? Also, das heißt aber auch sowas wie eine neue technische Revolution oder ein Kondratjew-Zyklus. Und bei dem ist dann Ressourcenproduktivität und erneuerbare Energien im Zentrum. Und wie schaffen wir das? Na, wir zeigen, dass es technisch geht. Dafür sind so Hochschulen wie Ihre gut. Und dann muss man es rentabel machen. Das ist der Teil, der immer wieder vergessen wird. Also, es geht wirklich. Man kann Autos so bauen, also mein Freund Amory Lovins, den Sie genannt haben, der baut Autos, die brauchen 0,7, sagt er, Volkswagen sagt 0,9 Liter pro 100. Das ist sicher ein Faktor 5 besser. Oder die Passivhäuser, meine Familie und ich leben in so einem Passivhaus. Der wunderbare Effekt ist, dass das Thema Heizungskosten aus der Familienunterhaltung verschwunden ist. Das ist auch wunderbar. Das wünscht man allen 80 Millionen Deutschen.
oder natürlich die LED statt der Glühbirnen, dann Stadt- und Verkehrsstruktur. Da rechts unten, das ist das Stadtviertel Vauban in Freiburg, da haben 4 von 5 Familien kein Auto. Nicht, weil sie zu arm wären, sondern weil sie keins brauchen. Es gibt dann schon Autos, Mietautos oder irgendwas, und manche Familien haben auch ein Auto und das wird dann auch irgendwie ganz nett verteilt. Und im Übrigen gibt es eine vernünftige Straßenbahn, weiß nicht, alle 5 Minuten oder so, und es gibt Fahrradplätze und fußläufige Kindergärten und Einkaufsgeschäfte und so weiter. Das ist was Vernünftiges. Kopenhagen hat die Verpflichtung, bis, ich glaube, 2025 klimaneutralen Verkehr zu haben. Hauptsächlich auf der Basis von ÖPNV und Fahrrädern. Und das vergleichen wir mit den USA, da ist vollkommen hoffnungslos. Sie sind in einer infrastrukturellen Sackgasse. Oder neue Geschäftsmodelle. Gemeinsame Nutzung, Reparatur, Langlebigkeit. Das ist übrigens auch sehr gut für die Beschäftigung im Handwerk. Oder Eleganz statt LKW-Wahnsinn bei der Herstellung von Molkereiprodukten. Das ist von Stefanie Böge, damals am Wuppertal-Institut. Kann man auch einen Faktor 5 raushauen. Nun, Effizienz ist wunderbar, aber in der Vergangenheit sind die Effizienzgewinne immer wieder aufgefressen worden durch zusätzlichen Konsum. Das ist der Rebound-Effekt. Das ist uralt, 150 Jahre alt. William Stanley Jevons hat beobachtet, wie in England nach der Erfindung der Dampfmaschine von James Watt, das war 2 Generationen vor ihm, mit einer unglaublichen Steigerung der Energieeffizienz, also der Nutzung von Kohle für mechanische Kraft, der Kohlebedarf nicht etwa abgenommen, sondern zugenommen hat. Und die Antwort ist ganz einfach. Weil diese Maschine war so elegant, dass man eine Dampfmaschine auf einen Wagen setzen konnte und schon hatte man eine Lokomotive. Und da konnte man die Eisenbahn gründen und die hatte einen riesen Kohlebedarf. Also der einzelne Akt wurde sehr viel effizienter, und der Gesamtkonsum wurde viel größer. Das ist der Rebound-Effekt. Im Englischen sagt man Jevons-Paradox. Ganz krass bei Beleuchtung. Da haben Saunders und Zhao eine wunderbare Arbeit geschrieben über 300 Jahre technisches Licht in England. Das fängt an bei den Tranfunzeln und endet dann bei der LED. Und das war eine Verbesserung der technischen Effizienz um einen Faktor 100 Millionen. Eine ganze Menge. Was war die Folge? 100 Millionen mal mehr Licht. Ganz einfach. Also wir haben da eine Kapitelüberschrift, die heißt Will the LED reduce power demand? Antwort, no, there will be more light. So ist die heutige Ökonomie und Bedürfnisentwicklung. Der Rebound-Effekt ging aber immer, fast immer mit sinkenden Energie- und Rohstoffpreisen einher. Die Jahrzehnte der Verbilligung waren auch die Jahrzehnte der explosiven Verbrauchszunahme. Also diese Verbilligung, die krasse Verbilligung, ist relativ neu. Überwindung des Rebound-Effekts heißt auch Genügsamkeit. Wissen, wo genug genug ist. Meine Frau Christine sagt, nenn es nicht Genügsamkeit, das ist zu defensiv, nenn es Entgierung, so wie es das Wort Entschleunigung irgendwann gegeben hat. Ich glaube, sie hat recht. Heißt das, wir müssen ärmlich werden? Nein, eigentlich nicht. Das kann schick und sexy sein. Genügsamkeit kann glücklich machen. Wir brauchen keine keine kriegstauglichen Kinderspielzeuge. In Amerika gibt es das, kannst du kaufen. Und jetzt noch ein paar Worte zur Politik der Effizienzerhöhung. Wir können uns natürlich tausende Verordnungen vorstellen von der Art einer Erdbeer-Joghurt-Transportintensitätsbegrenzungsverordnung. Ja? Also so macht man ja Gesetze in Deutschland. Und das ist aber ärgerlich für die deutsche Wirtschaft, verständlicherweise, und auch nicht sehr effizient. Es kann effektiv sein, aber sicher nicht effizient. Nein, wir müssen die Preise sprechen lassen. Wenn wir das versäumen, haben wir keine Chance gegen den Rebound-Effekt
und gegen die Zerstörung der Erde. Wir müssen politisch dafür sorgen, dass die Preise einigermaßen ökologische Wahrheit sagen. Die Märkte schaffen das nicht. Und dafür habe ich, als ich im China Council die chinesische Regierung beraten habe, gesagt, mach doch jedes Jahr die Energie- und meinetwegen Primärrohstoffpreise teurer, parallel zu den dokumentierten Effizienzgewinnen. Und die Chinesen in der Gruppe waren sehr einverstanden. Sagten, das treiben wir gerne weiter und sie machen das ja auch im Prinzip. Dann bleiben die monatlichen Kosten für Energiedienstleistungen im Durchschnitt konstant. Und das ist eine Art von Ping-Pong der Dynamik der industriellen Revolution abgeschaut. Und zwar, die Arbeitsproduktivität ist ja immer wieder vorangekommen in der Industrialisierung. Und wenn sie stieg, konnten die Arbeiter höhere Löhne durchsetzen. Aber wenn die Löhne stiegen, war der Zwang für die Arbeitgeberseite, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen, erhöht. Also haben sie es weitergetrieben. Und so haben wir in 100 oder 150 Jahren eine Verzwanzigfachung der Arbeitsproduktivität hingekriegt. In der gleichen Zeit, wo Energie und Rohstoffe immer billiger geworden sind. Ja? Das kommt noch dazu. Und jetzt müssen wir diesen Trend umkehren. Wir müssen das Innovationsgleichgewicht verschieben von der Erhöhung der Arbeitsproduktivität, auch um der Arbeitslosen willen, zu einer Erhöhung der Ressourcenproduktivität, weil das heute das knappe Gut ist. Da komme ich jetzt nur wieder mit dem Bild, das habe ich jetzt nicht noch ein zweites Mal drin, von Al Gore. It's an inconvenient truth. Das wollen die Leute nicht hören, aber es ist eine Wahrheit. Man braucht dann übrigens aus politischen Gründen, völlig zu Recht, zwei Abwärtskorrekturen. Der technische Fortschritt, Effizienzfortschritt, kommt bei den reichen Familien früher an als bei den Armen. Also die Autofahrer, die eher weniger Geld haben, die müssen sich mit einem Secondhand-Auto begnügen. Und das ist natürlich noch alt. Also muss man dafür sorgen, dass es da so eine Art von sozialem Ausgleich in Form eines Sozialtarifs gibt. Das kann man machen. In Südafrika hat man genau das gemacht, nachdem man nach der Apartheid auf einmal die Wasser- und Energiepreise steil nach oben geschickt hat. Und dann hat man gesagt, ja, aber ein für das Lebensnotwendige kriegt ihr einen Billigtarif. Hat ganz gut funktioniert. Und dann braucht man, damit die Industrie nicht auswandert, eine Art von Aufkommensneutralität. Denn wenn wir in Deutschland das machen und die Franzosen machen es nicht, dann sagen uns die energieintensiven Betriebe, ja, also auch wenn das ja ganz zahm ist, aber bei uns kommt es auf den Pfennig an. Also wir müssen dann auswandern. Und dafür gibt es eine geniale Idee aus Schweden, damals im Zusammenhang des Waldsterbens und des sauren Regens. Da hat man eine absolut brutale Luftschadstoffsteuer angekündigt. Und dann hat die Industrie gesagt, also wir verstehen euch ja, aber wenn ihr das macht, wandern wir aus, wir können nicht. Und dann hat der Staat gesagt, dann ihr bleibt mal schön hier, ihr kriegt das Geld zurück, aber nicht pro Tonne Gift, die ihr ausspuckt, sondern pro Mehrwert, den ihr schafft. Und dann gab es innerhalb der Branchen einen rasenden Wettbewerb, wer wird das Gift so schnell wie möglich los und macht guten Mehrwert. Das war der Gewinner. Es war eine Modernisierungskur für die schwedische Industrie, und zwar ganz besonders die schadstoffintensive Industrie. Die waren nachher wettbewerbsfähiger auf den Weltmärkten als vorher. So etwas kann man sich natürlich auch bei Energie genauso ausdenken. Ich habe das vor einiger Zeit mal bei CEFIC vorgetragen, das ist die Europäische Energielobby in Brüssel, und dann hatte ich so ein bisschen Muffensausen, dachte, ob die das schlucken. Und dann sagte der Vertreter der BASF, also Herr von Weizsäcker, wenn Sie sowas durchsetzen, sind wir voll auf Ihrer Seite. Denn wir wollen ja nicht plumpe Technologie. Nur wir müssen dafür sorgen, dass wir konkurrenzfähig bleiben. Und wir sind sehr innovationsintensiv. Und wenn Sie dieses System beim Kopf des Finanzministers durchsetzen, der will natürlich nichts zurückgeben, das ist klar. Aber wenn Sie das durchsetzen, weil es einfach
eine Modernisierung ist, dann sind wir alle auf ihrer Seite. Also das heißt, die Sache, hoffe ich natürlich, wird irgendwann sich noch durchsetzen. Sicher bin ich nicht, aber wenn gescheite Leute wie hier im Raum da mithelfen, dann wird das ja vielleicht was. Im Übrigen kann teure Energie die Wirtschaft geradezu beflügeln. In den 1970er und 80er Jahren war Japan der Darling der Börsen. Die waren einfach die Besten und die hatten mit Abstand die höchsten Energiepreise. Also in Panik soll man nicht geraten, wenn irgendwo mal ein Rohstoff oder Energiepreis in einem Land ein bisschen teurer ist. Die Ingenieursarbeit ist tendenziell wertvoller als der Pfennigunterschied bei Rohstoffpreisen. Wenn Europa die neue Fortschrittsrichtung entschlossen vertritt, dann sind wir zusammen mit den Asiaten, die da genauso schnell sind, vielleicht schneller als wir, die Pioniere mit den entsprechenden Gewinnen, und dann reagiert Wall Street und danach der US-Kongress und am Schluss vielleicht sogar Trump. Vielen Dank.